Ist das Bargeld in Deutschland jetzt steuerfrei oder ist es das nicht? Viele Branchen in Deutschland arbeiten ja nach wie vor mit Bargeld. Ob das die Gastronomen sind, die Friseure, Imbissbudenbesitzer, Autohändler. Es sind einfach nach wie vor viele Branchen, die mit Bargeld arbeiten und Geld in der Kasse bar haben. Und all diese Firmen, die haben ein Problem. Nämlich, dass sich das Finanzamt dafür ganz besonders interessiert. Das Finanzamt sagt, wenn da eine Kasse mit Bargeld ist, dann müssen wir ja kontrollieren können, wie viel geht rein und wie viel geht raus. Aber das ist gar nicht so leicht zu kontrollieren. Also hat das Finanzamt verschiedene Methoden entwickelt, wie es dem, was an der Kasse vorbeiläuft, auf die Spur kommt. Und genau diese Methoden schaffen es immer wieder vor Gericht, weil sich natürlich die Firmen dagegen wehren. Die wehren sich gegen die Schätzung vom Finanzamt und genau so ein Fall hat es jetzt bis zum höchsten deutschen Finanzgericht geschafft, dem Bundesfinanzhof in München. Und der hat ein für alle Mal entschieden, ob das Bargeld in Deutschland jetzt steuerfrei ist oder nicht. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro GmbH. Wir schauen uns heute zusammen das neue Urteil an vom Bundesfinanzhof aus München. Ich habe es Ihnen ja versprochen, ich halte Sie auf dem Laufenden, sobald das Urteil da ist. Wir mussten jetzt ein bisschen warten von meinem Video aus März bis heute, aber jetzt ist das Urteil aus München endlich da. Und der Bundesfinanzhof, der musste über eine der wichtigsten Fragen im Steuerrecht entscheiden. Ist das Bargeld in Deutschland jetzt steuerfrei oder nicht? Müssen Firmen, die Bargeld in der Kasse reinbekommen, darauf Steuern bezahlen oder nicht? Und ich verrate Ihnen, was da passiert ist. Da hat sich ein Firmeninhaber hochgeklagt zum Bundesfinanzhof. Das ist ein Gastronom, der hat auch mehrere Hotels. Und der hat gesagt, Leute, bei mir, da läuft alles über eine elektronische Registrierkasse. Ne? Also keine offene Ladenkasse, die man jeden Abend zählt, sondern alles rein digital. Und das Finanzamt kann das bei mir alles locker kontrollieren. Aber ich habe einen echten Wettbewerbsnachteil dadurch. Denn meine Mitbewerber, die haben ja viele noch offene Ladenkassen. Das heißt, die können ganz leicht an der Steuer vorbei mit dieser offenen Ladenkasse arbeiten und ich kann das nicht. Und das ist ungerecht. Das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz. Und der Kläger hat noch einen draufgesetzt. Der hat argumentiert, wir haben auf der einen Seite die Ehrlichen, die alles angeben bei der Steuer und auf der anderen Seite die Unehrlichen, eben die viel mit Bargeld arbeiten und an der Steuer vorbei. Und das ist nicht nur ein Verstoß gegen das Grundgesetz, sondern der Kläger hat gesagt, das Finanzamt kontrolliert das auch nicht richtig. Das Finanzamt kommt diesem ganzen Bargeld, was an der Steuer vorbeigeht, nicht auf die Spur. Und daraus, so der Kläger jedenfalls, leitet er ab, wir hätten ein strukturelles Vollzugsdefizit in Deutschland. Ja, das ist Steuersprache, ich weiß. Strukturelles Vollzugsdefizit bedeutet ganz einfach, wenn das Finanzamt die Steuer nicht bei allen gleich und gleichmäßig eintreibt, dann ist es verfassungswidrig. Das ist das strukturelle Vollzugsdefizit. Und dieser Kläger hat auch eine ganz genaue Vorstellung davon, was das in Euros ausmacht. Der ist hingegangen und hat gesagt, 15% der Bargeldumsätze in Deutschland gehen an der Steuer und dem Finanzamt vorbei. Und genau diese 15% will ich, dass bei mir in der Firma steuerfrei bleiben. Und mit dem Argument musste sich jetzt das höchste deutsche Steuergericht in München beschäftigen. Ja, und wie lautet jetzt das Urteil? Wie hat der Bundesfinanzhof das entschieden? Was denken Sie? Ich verrate Ihnen das. Der Bundesfinanzhof sagt klipp und klar, das Bargeld in Deutschland ist nicht steuerfrei. Und der Bundesfinanzhof begründet es auch. Auf der einen Seite sagt das Gericht, ja, wir haben eine Ungleichbehandlung bei der Sache.
Das Finanzamt prüft die einen Betriebe, die anderen prüft's nicht. Die einen kontrolliert es, bei den anderen findet gar keine Kontrolle statt. Ergo können die weiter an der Steuer vorbeiarbeiten. Also, es läuft nicht gleich für alle ab. Aber, und das ist der Knackpunkt in dem Urteil, der Bundesfinanzhof sagt klipp und klar, das Finanzamt hat ja schon die Möglichkeiten, das Schwarzgeld zu kontrollieren, dem Schwarzgeld auf die Schliche zu kommen. Das Finanzamt hat die Möglichkeiten dafür. Das sind Schätzmethoden, Berechnungsmethoden. Das Finanzamt kann zum Beispiel rausfinden, was Ihre Lieblingszahl ist. Und wenn Sie diese Lieblingszahl zu oft in Papieren in der Buchhaltung drin haben, dann schätzt das Finanzamt, was Sie wohl in echt an Umsätzen gemacht haben. Das ist dann der sogenannte Chi-Quadrat-Test. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich meine Videoreihe zu diesen Schätzmethoden vom Finanzamt an. Und dazu sagt der Bundesfinanzhof, die Möglichkeiten sind also da für das Finanzamt. Wir haben also in dem Sinne dieses strukturelle Vollzugsdefizit, was der Kläger da meint, das haben wir gar nicht. Was wir haben, ist ein ganz anderes Defizit. Die Finanzbeamten haben die Möglichkeiten, die Kontrollen zu machen und sie haben einfach nicht genügend Personal, um das übergreifend, flächendeckend in Deutschland für alle Firmen zu machen. Und so sagt der Bundesfinanzhof, die Möglichkeiten sind da. Die personelle Ausstattung beim Finanzamt ist nicht da. Aber das reicht nicht dafür, dass wir hier gleich ein sogenanntes strukturelles Vollzugsdefizit haben und das Bargeld deswegen steuerfrei sein muss. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, das konnte ich mir ja schon denken, als Sie im März 2021 das Video gemacht haben über diesen Prozess, hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass wir wirklich Bargeld steuerfrei in Deutschland haben. Das bedeutet also, es gibt überhaupt keine Chance für einen Betrieb, der mit Bargeld zu tun hat in der Kasse, keinen Ärger mit dem Finanzamt zu haben, oder? Dazu sage ich Ihnen ganz klar, nicht den Kopf hängen lassen. Der Bundesfinanzhof hat jetzt dieses Urteil gemacht, aber der Bundesfinanzhof hat auch in den letzten Jahren seine Rechtsprechung geändert. Das hat angefangen 2015. Seitdem ändert der Bundesfinanzhof jedes Jahr seine Rechtsprechung und zwar zugunsten der Firmen, die mit Bargeld hantieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von positiven Urteilen. Zum Beispiel dieser Chi-Quadrat-Test mit dieser Lieblingszahl. Sie erinnern es, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Chi-Quadrat-Test reicht alleine für sich genommen nicht. Nur weil jemand eine Lieblingszahl in der Buchhaltung laut diesem Test hat, reicht das nicht für eine Vermutung, dass da was an der Kasse und an der Steuer vorbeiläuft. Und es gibt noch mehr solche positiven Urteile. Der Bundesfinanzhof hat zum Beispiel auch Urteile dazu gemacht, wenn diese Schätzungen vom Finanzamt wegen Schwarzgeld einfach unverhältnismäßig hoch sind, wenn die so dermaßen hoch sind, dass kein Betrieb in der Realität das jemals erwirtschaften könnte. Und genau dann darf das Finanzamt solche Schätzungen eben nicht machen. Das sind Urteile, die wir hier in der Kanzlei TaxPro, meine Kollegen und ich, erreicht haben. Und Sie sehen daraus, dass die Urteile von unserem höchsten deutschen Steuergericht in München in Sachen Bargeld in die Richtung gehen können und genauso in die. Aber in Sachen Bargeld haben wir heute Klarheit, das Bargeld in Deutschland ist eben nicht steuerfrei. Und einen habe ich noch für Sie. Wenn Sie sich dieses Urteil in aller Ruhe durchlesen wollen, ich zeige Ihnen, wo Sie das im Netz finden. Das ist auf der Seite vom Bundesfinanzhof, bfh.de. Ich habe es auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und schauen Sie, hier sehen Sie das. Ja, bundesfinanzhof.de. Und da haben Sie das bei den Entscheidungen online. Sie sehen hier, das Urteil ist schon vom 16. September 2021, ist also schon älter, aber veröffentlicht hat der Bundesfinanzhof das erst am 16. Dezember. Ja. Und hier sehen Sie, wie die Entscheidung genau lautet und können die in aller Ruhe nachschauen. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.